Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Thrillerbox von Bossa. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Thriller von Bossa, so sieht das Ganze aus. Das Ganze ist schon am 10. August erschienen. Und heute schauen wir mal, was sich in der Box befindet. So, wir machen vorab, wie immer, die Folie runter. Einmal. Und dann schauen wir uns mal die Box im Detail an. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Interpreten abgebildet, wenn auch sehr schwer zu erkennen. Also hier das Gesicht. Und hier die Arme und die Hände von Bossa zu sehen. Und das Ganze ist dann in so einer, ja, ich muss ehrlich sagen, in so einer verbrannten Optik. Sieht für mich so aus wie so Brandflecken oder wie so Lava. Auf jeden Fall sehr interessant. In schwarz-rot gehalten. Auf der rechten Seite ebenfalls diese Optik und der Thriller-Schriftzug. Rückseite ebenfalls in dieser Optik inklusive Credits und Barcode. Hier wieder Thriller zu lesen. Auf der Oberseite wieder hier diese Optik und auf der Unterseite natürlich ebenso. Rein von der Box vom Design ein eher unübliches Format, sieht man heutzutage eher selten, denn es ist so eine richtig dicke Kartonbox, die hier oben aufgeht und nicht seitlich aufklappbar ist. So, und das dürfte wohl dem Inhalt geschuldet sein. Und zwar haben wir hier einmal Trinkbecher, jede Menge. Dann haben wir hier ein Poster mit dabei, ein Spielkartenset, dann haben wir hier einmal die Bonus-EP, die Instrumentals zum Album, das Album an sich und diverse Sticker und eine Autogrammkarte. So, sieht die Box von innen aus, glatt schwarz, jetzt ist sie leer. Machen wir mal wieder zu und geben das Ganze zur Seite. So, die ganzen Sachen sind hier schon fertig, bis auf das Album, das ist noch in Folie und natürlich das Kartenset. Werden wir mal das Album noch aus der Folie schneiden. So. Einmal und dann natürlich noch das Kartenset, beziehungsweise das müssen wir wahrscheinlich gar nicht schneiden, das hat hier so einen, jawohl, zum Aufreißen. So, gut, Folie ist ab und dann starten wir schon wie gewohnt mit dem Album an sich. So sieht das aus, wir haben hier den Interpreten angezündet, also zumindest ein Bild oder ein Poster von ihm, das in Flammen steht. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Und dann haben wir hier unten noch einmal den Verbraucherhinweis in Englisch in Gold. Das Feuer hier auch in dieser Glitzeroptik, also gefällt mir vom Cover echt gut. Ich bin generell ein Typ, der auf Feuer steht, fasziniert mich immer schon. Dann haben wir hier auf der Seite Bossa Thriller stehen. Und auf der Rückseite haben wir dann 14 Tracks aufgelistet. Und wir haben Features von Saphir, Jesus, Bandit, Yoni und Yoshimitsu. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier einmal das Booklet. Schauen wir mal hinein. Also auch hier natürlich diese Brandfleckenoptik und Feuer. Immer ein ja, bestimmendes Element hier in diesem Artwork. Und hier das Gesicht von Bossa zu sehen. Dann haben wir die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, wer das Ganze produziert hat. Weitere Aufnahmen von Bossa. Verflext und zugenarzt. Und noch weitere Tracks und natürlich auch wieder Feuer. Gut, zum Abschluss gibt es nochmal den Interpreten in der Frontaufnahme. Booklet machen wir mal wieder rein. Und dann haben wir hier die CD. Sieht so aus. Thriller lesen wir hier. Und auch hier wieder
ein in Flammen stehender Bossa. Hier auch wieder Flammen, was sonst. Dann haben wir mit dabei die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Also haben wir hier die 14 Tracks des Albums mit drauf. Klar. So sieht die CD aus. Und dann haben wir noch eine weitere Papphülle. Und diese beinhaltet die Bonus-EP. Also hier auf der Vorderseite nichts zu lesen, nur ein Cover. Und auf der Rückseite lesen wir dann Bossa Filmriss EP. Und so haben wir hier 6 Tracks, 5 Solo-Tracks und ein Track, nämlich Hummer und Wings mit Yoshi Mitsu, der ja auch schon auf dem Album drauf war. Und wir haben hier dann auch noch die Info, dass die Instrumentals mit drauf sind. Sehr schön. Und wer die einzelnen Tracks produziert hat. So muss das sein. Also wenn es kein Booklet gibt, das ist ja meistens in diesen Digipacks, in diesen Digisleeves, in diesen Papphüllen, dann macht sich das immer gut, wenn man das hier hat, die Infos. Ich muss ehrlich sagen, ich lege da schon Wert drauf, zu wissen, wer damit drauf ist, beziehungsweise wer welchen Track produziert hat. Und deswegen wurde es hier optimal umgesetzt. So sieht die CD aus, in schwarz und weiß gehalten. Bossa Filmriss EP. Wie gesagt, Digisleeve, Papphülle. Dann haben wir mit dabei 3 Sticker. Einmal diesen hier in Dreiecksform bzw. Pyramidenform. Und zwar lesen wir hier Thriller. So sieht das aus. Dann haben wir einen runden Sticker mit Verflext und zugenarzt Established Haramburg 2016. Das ist auch der Titel des ersten oder des letzten Boss-Releases Haramburg. Und dann haben wir hier noch einen rechteckigen, relativ großen Sticker mit Yeo bzw. Jejo Aufschrift. Sehr schön. Also 3 Sticker an der Zahl. Mit dabei eine Autogrammkarte. Sieht so aus, mit silbernem Stift hier unterschrieben. Bossa. Rückseite blank weiß, so muss das sein. Sehr schön. Dann ist noch mit dabei ein Poster. Und dieses passenderweise auch wieder in dieser Flammenoptik. Also wir haben hier, wie auch schon vom Cover bekannt, Bossa, den betenden Bossa in Flammen. Und hier unten dann wieder diese goldenen Feuerfunken, dieser ja, mehr oder weniger Glitzereffekt. Und dann noch in weiß der Thriller-Schriftzug. Das Poster kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt. Dann haben wir ein Kartenspiel, ein Kartenset mit dabei. Und zwar sind das Karten für Ghetto Mau Mau, also das hier die Deckkarte. So sehen die dann von hinten aus, da lesen wir überall Ghetto Mau Mau. Und dann haben wir die Karten, also ihr seht hier zum Beispiel das Ass. Also hier wirklich zu jeder Karte ein passendes Motiv. Also Ass, in dem Fall ein Hintern, also ein S. Dann 7er, Glücksspiel, 8er eine Handschelle, 9er eine Pistole, 9mm, 10er, Zähne, also das macht alles Sinn. Der Junge mit der Nagelkeule, Dame, König und wieder Ass. Also, so ist das ganze Kartenspiel gestaltet. Sehr schön. Damit könnt ihr dann Mau Mau spielen oder was auch immer. Ist natürlich dann euch überlassen, was für einen Verwendungszweck, ihr diesem Spielset gebt. Und als letzten Boxinhalt haben wir ein Becherset. Gab es ja schon ab und zu in diversen Boxen, aber meistens dann nur einen Becher bzw. so ein Stamperl, ein Shotglas. Allerdings haben wir hier wirklich, sage und schreibe, 5 Plastikbecher. Kennt man von solchen Festivals oder vielleicht aus dem Fußballstadion, diese Becher. Ghetto Mau Mau lesen wir auch hier auf den Bechern. Ansonsten durchsichtig. Und auf der Unterseite, was lesen wir hier noch? ClassicLineCupToDrink.de. Okay, also das ist der Hersteller. 5 von diesen Bechern, Kunststoff, machen einen relativ stabilen Eindruck. Kann man sich ja ohne Bedenken auch in den Geschirrspüler geben. Gefällt mir gut. Also für diverse Homepartys oder eventuell für, ja, eventuell für zu groß für Bierpong, aber ihr werdet auf jeden Fall etwas damit anzufangen wissen. Ich werde diese auch verwenden. Gut,
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses Becher-Set, wie gesagt, 5 Becher sind da mit dabei. Diese Spielkarten-Set für Ghetto Mau Mau. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die drei Sticker, rechteckig, kreisrund und dreieckig. Die Bonus-EP, die Filmriss-EP mit 6 Tracks inklusive Instrumentals. Die Instrumentals zum Album. Und natürlich das Album an sich, Thriller, mit 14 Tracks und das Ganze im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Thriller von Bossa. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bossa unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!